Döner, Kartoffeln und Bratwurst vom Grill. Das gibt's jetzt alles in einen mit Kartoffeldöner-Bratwurst. Ja, die probieren wir aus und ich bin gespannt, wie die gleich schmeckt. Willkommen bei der Foodshow. Ja, Frau Spann, habt das gesehen? Kartoffeldöner-Bratwurst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es Kartoffeldöner heißt oder Kartoffeldöner, weil das R am Ende groß geschrieben ist. Also bei Kartoffeldöner. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also vielleicht ist es eins von beiden. Ja, es ist also eine Bratwurst, die nicht von einem Deutschen erfunden wurde, sondern von einem Libanesen. Was ja nicht schlimm ist. Mir völlig egal, wer das erfunden hat und welche Nationalität der hat. Aber es hat einen Hintergrund, warum das ein Libanese erfunden hat. Das ist nämlich der nette Herr, der hier hinten drauf ist. Der ist hier auf der Packung auch drauf gedruckt. Der kam auf die Idee. Ja, und hat sich gedacht, Kartoffel und Döner kann man doch kombinieren. Warum das so ist, blende ich euch mal ganz kurz ein. Es gab mal eine Zeit lang eine gewisse Geschichte. Da hat Pegida T-Shirts und Plakate gehabt, da stand das drauf. Kartoffel statt Döner. Sollte natürlich so unterschwellig sein, aber was war das Ziel? Die deutsche Kartoffel und der ausländische Döner. Wir brauchen in Deutschland nur Kartoffeln. Sag nicht ich, hat Pegida gesagt. Und da hat sich der nette Herr gedacht, hey, wir sind doch in Deutschland. Und in Deutschland gibt es Kartoffeln und Döner. Also kombinieren wir das, so wie es auch ist. Finde ich cool. Er hat aus einer rechten Geschichte, ich will es jetzt nicht irgendwie ausladend machen, was Positives gemacht. Und das finde ich cool, dass solche Leute sowas machen. Also, dass überhaupt einer auf die Idee kommt. Also, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, Kartoffeln mit Döner zu mischen. Also, aus der Idee. Also, eine coole Sache, auf jeden Fall. Aber ändert nichts. Am Ende muss es schmecken. Also, die Idee hilft am Ende nicht. Ich zeige euch mal ganz kurz genau, was es ist. Es ist eine Geflügelbratwurst mit Parmak-Sucuk. Also, Sucuk kenne ich. Ich mag Sucuk sehr gerne. Nach einer Art Knoblauchwurst. Für die nicht wissen, was es war. Und Spinat. Putenfleisch, Kartoffeln, Parmasucuk ist drin. Sonst ein paar andere Zutaten natürlich noch, was noch okay ist. Was ich schade finde am Produkt. Am Ende ist noch Geschmacksverstärker drin. Muss, glaube ich, nicht zwingend sein. Lass den Geschmacksverstärker weg, ist besser. Kalorien 204 auf 100 Gramm und 11 Gramm Protein Eiweiß. Auch nicht schlecht. Also geht an sich klar. Ich bin jetzt einmal gespannt, was es kann. Ich werde mir jetzt eine braten. Vielleicht zwei, ich weiß es noch nicht. Vielleicht mal auch zwei, mal gucken. Und dann zeige ich die euch im fertigen Zustand natürlich. Und auch einmal noch mal im rohen Zustand aus der Fülle raus. Ich hau die auf den Grill, der läuft nämlich schon da draußen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier ist sie jetzt, frisch vom Grill. Hier hinten seht ihr nochmal das rohe Stück, also so sieht die roh aus. Davor natürlich dann frisch gebraten. Kriegt also dieses natürliche Bratwurst-Optik-Feeling, kann man was sagen. Ja, und hier ist sie jetzt einmal im fertigen Zustand. Ihr seht also da drin die Kräuter, ihr seht aber auch ganz gut die Kartoffel. Und sie riecht auch, muss ich sagen, ein bisschen nach Sucuk mehr als nach Döner. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie der Geschmack sich da auswirkt. Aber ja, das ist sie, die Dönerbratwurst. Und jetzt wird sie probiert. Und da sind wir wieder zurück und frisch vom Grillen. Ihr habt es also gesehen, ich bin noch ein bisschen durchgeschwitzt. Es ist wirklich draußen, glaube ich, 27, 28 Grad. In der Sonne wird es noch wärmer sein. Ja, und dann grillen wir uns erstmal eine schöne Kartoffeldöner-Bratwurst. Aber sie sieht echt nicht schlecht aus. Sie sieht auch, ihr seht es ja auch hier nochmal, sie hat dieses Typische, was wir kennen von Bratwurst, dass es dann auch so gewellt ist, gerade wenn es ein bisschen kühler wird. Also so, wie es der Deutsche mag. Aber so, wie es auch die Döner-Dinger, die Döner-Leute mögen. Denn sie duftet extrem, muss ich sagen. Also sie hat so einen richtig intensiven Kräutergeruch. Nochmal neu, das war doof. Ich will hier kein politisches Thema. 3, 2, 1. Und da seid ihr wieder zurück. Ja, frisch vom Grillen. Ihr habt sie gerade gesehen. Sie fällt jetzt schon ein bisschen zusammen, muss man sagen. Sie liegt jetzt schon ein paar Sekunden. Denn ich habe es ja draußen gedreht. Draußen gerade 27, 28 Grad. In der Sonne ist, glaube ich, noch heißer. Und da ist sie. Das deutsche Liebling, muss man ja sagen. Bratwurst ist ja sehr beliebt. Auch im Ausland immer mehr beliebt. Das ist ja so, ich glaube, das verbinden auch viele immer noch mit Deutschland. Muss man immer sagen. Bratwurst ist ja auch so was typisch Deutsches. Für viele. Ich glaube, in Amerika ist ja auch so deutsch Sauerkraut. Bratwurst, Bier und Kuckucksuhr. Das ist, glaube ich, so, was die Amerikaner über uns denken. Ich zeige euch nochmal die Bratwurst. Ich habe mir extra hier noch ein Tuch hingelegt. Ich zoome hier nochmal ran. Vielleicht konnte man es gerade nicht sehen. Ihr seht das gleich erst, wenn ich schneide. Also ihr seht hier wirklich auch diese ganzen Bestandteile da drin. Wie gesagt, sie ist jetzt schon ein bisschen zusammengefallen, ganz fein. Aber da ist ordentlich was drin. Wenn ich euch das größere Stück nehme, da seht ihr, glaube ich, noch ein paar Gewürze mehr. Die ist noch heiß, hier muss ich mich beeilen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Ich zoome mal wieder zurück. Ach, ich hoffe, die verbrennen mich jetzt nicht. Also sie hat wirklich es riecht wirklich wie Döner.
Also es hat wirklich so einen richtigen Dönergeruch. Das ist einfach vollkommen da. So beim Braten im ersten Moment dachte ich eher mehr an Sucuk. Da kam die Sucuk mehr durch. Mal gucken, wie es jetzt schmeckt. Sieht's gut, aber richtig gut. Also es schmeckt wirklich wie ein geiler, kräuterlastiger Döner, der richtig schön gewürzt ist. Dann beißt du auch mal so ein festes Stück Kartoffel, festes Stück, aber so ein etwas festeres Stück Kartoffel, was dazwischen ist, mit den Kräutern zusammen. Der Spinat bringt nochmal so eine leichte Frische rein. Also die ist geil, das muss man einfach sagen, die ist gut. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, also so rein von Optik, von der Packung und so, dachte ich, ja, Kartoffeldöner, irgendwas in der Richtung. Aber die ist gut, auch eine schöne Schärfe, es brennt so ganz leicht im Rachen, also die sind gut gewürzt. Ich probiere die jetzt nochmal mit Senf, das ist ja auch so ein deutsches Ding, muss man was sagen. Senf Bautzener natürlich, der gute Bautzener Senf. Also der ist zwar günstig, aber der ist einfach geil, der Bautzener Senf. Ich tue mir hier schon mal ein bisschen was, hat mir schon auf meinem Brettchen getan. Ja, mit Senf geht der Geschmack verloren. Dann schmeckt es wie eine klassische Bratwurst, aber verlierst du den Dönergeschmack. Ich könnte mir hier wirklich vorstellen, Krautsalat und Tzatziki zu essen. Das passt, glaube ich, da hier wunderbar. Also, hier muss man sagen, egal was es ist ein leckeres Produkt. Zutatenmäßig, wie gesagt, würde ich mir so ein paar Abstriche wünschen. Das fände ich noch ein bisschen besser, wenn die Zutaten noch so ein bisschen besser wären. Aufgrund der Zutaten, wie gesagt, gebe ich einen halben Punkt Abzug, aber sie kriegt verdiente 4,5 von 5. Die ist echt lecker und verspricht euch wirklich einen Kartoffeldöner. Also ihr habt das wirklich genau das, was ihr wollt, aus Bratwurst. Also geschmacklich top, bin ich sehr begeistert von. Wie gesagt, Zutaten würde ich mir noch ein bisschen verbessert wünschen, auch Geschmacksverstärker und so raus. Aber sonst ein geiles Produkt, lege ich euch das Herz, probiert sie aus. Preis, ich glaube 2,99 für die Packung. Ich glaube, ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich habe da den Kassenzettel nicht mitgenommen. Aber wenn ihr sie seht, probiert sie mal aus. Ihr macht nichts mit falsch. Ich finde sie lecker. Ich esse die jetzt noch auf. Bis dahin. Ciao. Euer Bob. Den Döner.